So, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Planet Crafter mit eurem Cosmo und dem Schwabenplayer. Ja, und wo gucken wir rein? Wir sehen wunderschöne Schmetterlinge herumfliegen. Ach, ist nicht schön, wenn die Welt so langsam erwacht. Ja, man musste sich einfach ein bisschen schön denken. Ja. Ist schon toll. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen was vor heute. Wir möchten einmal hier vorne, möchte ich gerne eine Türe uns machen. Irgendwie ist das ein bisschen blöd, dass wir hier keine Türe haben. Eisen, Titan, Silizium. Türe hin basteln. Genau, dass wir einen schönen Zugang haben. Dann habe ich ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich hier zwei Heizungen hinzugebappt. Dass da ein bisschen was vorangeht. Und ich habe uns hier hinten nochmal zwei für den Druck aufgebaut, so Teile. Ich habe ein klein wenig vorgearbeitet. Ich habe wieder ein bisschen Ressourcen geholt, was so ging, was ich so gefunden habe. So, dann haben wir hier unseren Honig, den wir hier wiederholen können. Draußen bellt immer so ein Hund. Ich hoffe, das hört man nicht zu arg durchs Mikro. So, lasst uns mal nochmal hier reingehen. Einfach ein bisschen abfarmen, wenn wir uns noch zwei Dings mitnehmen, wir können den Honig mal hier reinpacken. Jetzt andersrum, so rum, haben wir vier Honig, da können wir gerade noch mal zwei Honig und zwei Bohnen und schnappen, machen wir noch mal ein bisschen Essenspäckle. Wenn wir gerade eh schon dabei sind. So, ich habe uns auch wieder ein klein wenig Dünger gemacht hier oben und von den Proben habe ich uns ein paar gemacht, dass wir einfach wieder von allem einen guten Vorrat haben. Zeolit haben wir eingefunden. So, dann haben wir hier die Essenspäckle. Welche da rein? Ja, komm. Lasst uns gleich einen essen. So, ja, wie sieht es hier aus? 43,35% gehen wir Richtung Atmosphäre. Das heißt, dann können wir atmen. Dann brauchen wir das CO2 nicht mehr. Nur noch im Wasser oder so, wenn wir irgendwo drin sind. Das sehen wir hier. Biomasse geht leicht hoch und hier oben geht es jetzt auch wieder langsam nach oben, nachdem wir ein bisschen aufgepusht haben. Für Sauerstoff brauchen wir noch ein bisschen was. Lasst uns mal gucken. Ach ja, ich habe noch was gemacht, meine Lieben. Lasst uns mal kurz in unsere Wohnung gehen, hier oben. Da fehlt noch ein Zugang. Ich habe hier uns ein Bett gemacht. Hier natürlich ein Blumentopf. Und den kennen wir ja schon, den Gesellen. Jo, ich denke mal, wie gesagt, da brauchen wir noch ein Türchen. Ja, ein bisschen schön brauchen wir es ja auch. Das habe ich noch gemacht. Und ich dachte, da können wir auch mal ein bisschen für uns arbeiten. So, dann haben wir die Kartei, den GPS-Satellit 4. Den können wir, glaube ich, noch nicht machen. Ne? Ich habe hier ein neues Modul uns geholt. Einmal den Dekonstruktions- 2, den Konstruktionsfilter. Das heißt, es werden die Sachen ausgeblendet, die kleiner sind. Wir haben jetzt nur die höchsten Variationen hier immer stehen. Wie sieht es eigentlich mit dem Strom aus? Ich habe ziemlich viel gebaut. 1104. Das passt noch ein Weilchen. Haben wir irgendwelche neue Nachrichten gekriegt, die wir angucken sollten? Ja, diesen hier. An diesem neuen Ort ist etwas wärmer als in meinem letzten Lager, aber mir ist immer noch extrem kalt. Es ist zwei Tage her, seit mir das Essen ausgegangen ist. Ich vermisse meine Familie, ich bin so einsam. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich muss bald ausziehen. Ich habe schon schreckliche Angst davor. Ich glaube, das sind Sachen, die wir schon kennen. Ja, Kerker geistig gefangen. Ich glaube, das kennen wir schon.
Ja, das kennen wir schon, das haben wir schon gelesen. Das haben wir aus den Boxen. Ich wollte mit euch jetzt nochmal einen kleinen Ausflug machen. Und zwar gehen wir nochmal hier oben rüber. Und zwar gab es da oben auch nochmal einen Wrack. Das möchte ich auch nochmal angucken. Ich war nochmal hinten bei unserem Wrack, an unserem Ort, und habe da nochmal reingeguckt, ob es da noch was offen war. Aber da gab es jetzt nichts mehr zum Angucken. Wir haben jetzt den Dekonstruktion 2. Und wie wir sehen, wachsen hier jetzt auch schon Blümchen und Bäume. Also die Welt hier erwacht zusehends immer mehr. Was uns natürlich sehr erfreut, ne? Dieses Biom haben wir noch nicht sonderlich groß erforscht, ehrlich gesagt. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen voran und gucken mal, was es hier so hat. Was wir unbedingt mal wieder finden müssen, sind Quarze. Und es gab noch ein Biom, wo ich rein wollte mit euch. Stimmt. Ich gucke jetzt mal, ob ich das finde, wo ich da mit euch rein wollte. Das fliegt mir jetzt als erstes ab. Das war hier in diesem dunklen Biom. Das verkohlte Biom, denke ich mal, wird das hier sein. Das verbrannte, habe ich es, glaube ich, genannt. Da gab es irgendwo einen Zugang. Wo war der? Nee, das war es ja nicht. Ach, das ist doch das Lilane, gell? Das haben wir doch hier, das Lilane, gemacht. Da geht's hier runter, ne? So. Was brauchen wir? Trinken. Aber wir haben nicht viel Trinken. Ich weiß nicht, ob es dort ein Trinken gibt. Eins haben wir. Wir gucken jetzt mal, was es hier unten hat. Eisen. Eine ungewöhnliche Larve. Lasst uns mal gucken, wo wir hier hinkommen. Was finden wir hier unten? Das ist jetzt echt die Frage. Also sieht echt super schön aus. Da sollten wir uns auf alle Fälle mal ein bisschen umgucken hier unten. Trinken? Ja, also Getränk ist schon mal kein Problem. Da ist auch eine Türe. Was ist das hier? Ein Wächter halt. Da kann man was reinmachen. Das wird das erste Teil für eine Türe sein. Da müssen wir mal gucken, wo wir das finden. Nehmen wir mal mit. Also Getränk haben wir mal kein Problem. Was ist das für eine? Eine seltene? Jawohl, die nehmen wir auch mit. So viel haben wir da noch nicht gefunden. Wo kommen wir denn hier raus? Nein, beim Obsidian. Ach, guck an. Da geht's auch durch. Das ist ja mal eine Kiste, eine Geschichte. Das Obsidian weiter einsammeln. Aber wir gehen wieder runter. Wir waren hier noch nicht fertig, ne?
Da ist eine Box. Groß hier. Was ist denn das? Eine Futura Schmetterlingslarve. Jetzt guck an, was man hier unten finden kann. Das ist ja mal cool. Dann der Sauerstoff auf. Leider haben wir nicht so viel. Nur noch eine. Jetzt sind wir einmal rum, ne? Unten mal ein bisschen umgucken. Unter Wasser. Ein CO2 haben wir ja noch. Sobald wir das einwerfen, müssen wir dann uns um den Weg nach Hause kümmern. Ja, das ist gut. Das Silizium lassen wir da. Diese Endstufe möchte ich auf alle Fälle mitnehmen. 400er. Lassen wir den Pesthaar da. Uranstab, Schwefel. Ja gut, das können wir jetzt mal so lassen. Ach, guckt an. Die zweite Schmetterlingslarve. Noch eine. Nichts tun, aber wir müssen zumindest jetzt wieder zurück, weil wir haben nicht so viel Sauerstoff jetzt mitgenommen, dass es uns hier auf ewig reichen würde. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal wieder zurück, meine Lieben. Da können wir mal wieder herkommen.
Und dann müsst ihr das. Oh, guckt euch den Mond an. Ha! Ist das cool? Der rote Schimmer, der Staub, der ist manchmal schon noch ziemlich heftig hier. Das ist noch nicht so ganz weg. Ja, es wird immer besser. Futura Schmetterlingslarven, den möchte ich live sehen. Das ist der Hammer. Da müssen wir gleich mal ein bisschen Essen holen. Ist das nicht schön, wie das leuchtet da? Ist cool, echt cool gemacht. Futterbeutelchen machen, Essensbeutelchen. Du hast kein Honig? Haben doch Honig. Achso, wir konnten keinen farmen, stimmt. Wir konnten ja keinen abfarmen. Dann packen wir die Böhnchen da rein. Kürbis, ja. Das ist sogar voll. Oberschiene. Die Pilze. Würmchen, wo machen wir denn die rein? Die ungewöhnliche Larve und zwei seltene. Und dann ein Dreier. Sonstige Larven, machen wir mal noch eine Kiste, ne? Dann machen wir die da mal rein. Schmetterlingslarven machen wir da rein.
So, dann haben wir noch. Bahnstäbe noch aufräumen. So, was haben wir noch? Diese Samen, dann haben wir noch zweimal Liggy. Die Bakterienprobe, bis man das immer alles aufgeräumt hat, was man da so mitnimmt. Und einen Zeolith haben wir noch. Und dann haben wir eine. Sonst geholt. Mikrochip-Bauplan. GPS-Satellit ST4. Und was brauchen wir dafür? Ich denke mal kein Honig, aber wir holen uns trotzdem. Lass uns ein bisschen was trinken. Zwei Leiterplatten, Mikrochip-Kompass. Behalten wir gleich. Aber die Methankartusche nicht. Wo waren die? Einen Seitengenerator. GPS-4-Rakete. Was wir schon alles machen können. Unglaublich, da geht schon wieder was. Einmal brauchen wir diesen Kompass. Sili, Magi, Alu, Alu. Einmal diesen Kompass. Dann brauchen wir so eine Stufe dann. Und Legis brauchen wir für einen Legistab. Das reicht jetzt natürlich nirgends hin. Moment mal. Moment mal. Da können wir hier was rausnehmen. Da haben wir doch. Zwei Legistäbe sollte das doch reichen, oder? Ja. Das reicht. Die Endstufe. Und wir brauchen Leiterplatten. Haben wir. Auf geht's zur GPS-4. GPS-4-Rakete. Und Moment. Ah, jetzt können wir sie nicht mehr. Ab geht's. Ressourcen, hätte ich jetzt gesagt. Dem GPS-4 jetzt hier runterkommt. Kann schon hier rein verschwinden. Brauchen wir Böhnchen. Uah. Heieiei, das wackelt. Das haben wir. Seiden. GPS-Rakete. Seidens.
Seitengenerator. Seitenraupen. Ungewöhnliche Larven. Drei Bakterienproben. Dreimal Dünger. Und dreimal die ungewöhnlichen. Hammer. Das haben wir. Können wir die mal uns angucken, ne? Die Baumrinde packen wir mal hier rein. GPS 4, was zeigt uns das jetzt an? Na, jetzt kann man es ganz groß machen. Gebiet hier wird es interessant, glaube ich. Wir sind hier. Ja. Da hinten waren wir noch nicht. Da gibt es auch noch ein Gebiet. Da rechts weiter. Das hier. Das kennen wir jetzt noch nicht, ne? Das heißt, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann an, meine Lieben. Da gucken wir uns da mal um. Sachen alle ab. Sachen ab, Essen und Trinken. Ups. So, ihr Lieben, aber ich fahre jetzt hier nochmal unsere Gerätschaften ab, bringe das jetzt alles nach Hause. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann beginnen, den Seitengenerator uns zu bauen. Und dann machen wir den Ausflug, wie wir es gesagt haben, mal hier hinten hin. Da möchte ich mit euch mal hin. Das heißt, wir fliegen hier rüber, darüber und dann irgendwie hier hoch. Müssen wir uns mal angucken. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich sage mit diesem Bild herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Cosmo. Macht's gut. Tschüss.